Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Word. Das letzte Mal haben wir uns Word ein bisschen angeschaut, haben ein paar Sachen hineingeschrieben. Ich habe das da hier wieder geöffnet. Ich habe sogar etwas weiter geschrieben, ja, um etwas besser herzuzeigen. Und wir haben auch schon angefangen, irgendwelche Sachen zu verändern, darstellungsmäßig zu verändern. Und gesagt, okay, das ist eine Überschrift hier und das machen wir fett und so weiter. Haben hier oben den Bereich der Schriftart im Startmenüband verwendet. Und dann habe ich gesagt, man sieht zwar, dass sich etwas geändert hat, aber so macht man es nicht. So macht man es nicht, so macht man es nicht, so macht man es nicht. Man verwendet Formatvorlagen. Formatvorlagen sind die Basis eines vernünftigen Dokuments. Warum? Werden wir nur drauf kommen. Aber wir verwenden auf alle Fälle mal Formatvorlagen. Die Formatvorlagen finden wir ebenfalls in den Startmenüband. Und zwar finden wir die hier. Ja? Hier in diesem Bereich sehen wir Formatvorlagen und da haben wir ausgewählt Standard. Das ist so eingerahmt und jetzt kann ich eine klicken, wo ich will. Das ändert sich nicht. Da steht immer Standard. Das ist, jeder Absatz ist bei uns in der Schriftart Standard. Nur haben wir den Standard in manchen Absätzen, zum Beispiel hier der Überschrift. Das ist für Word auch ein Absatz. Das ist noch keine Überschrift. Ja, und das geht es nämlich. Word weiß nicht, dass das eine Überschrift ist. Für den ist das ein ganz normaler Absatz. Nur weil das fett macht, heißt das noch gar nichts. Ja. Es ist also auch ein Standard. Ja. Es gibt verschiedenste vorbereitete Formatvorlagen. Da sehen wir schon, aha, da gibt es sogar Überschrift. Ja, wenn ich mich drüber bewege, dann ändert sich das und zwar genau in den Absatz, in dem ich gerade drin bin. Ja? Jetzt geht es einmal in Microsoft Word, jetzt habe ich das einmal, brauche ich nicht markieren, sondern einfach nur in dem Absatz irgendwo drinnen sein. Schauen wir uns einmal an. Hier kann man nach unten und nach oben scrollen und wenn ich ein bisschen besseren Überblick haben will, dann kann ich hier drücken und sehe alle standardmäßig vorhandenen Formatvorlagen. Ja? Kann ich auch gleich einmal verwenden. Ja? Kann ich gleich einmal verwenden und kann sagen, aha, gut, es gibt eine Formatvorlage Überschrift, das ist meine Hauptüberschrift quasi, meine Überschrift Ebene 1. Wenn Überschriften arbeitet, werden mit Ebenen, kommen wir noch dazu. Also Überschrift, ja, das ist nicht schlecht. Jetzt drücke ich da auf Überschrift. Gefallen tut es mir nicht. Ja. Und das ist ja praktisch eine Überschrift 2, die ist etwas kleiner, ja, eine Unterüberschrift praktisch. Microsoft Word ist der große Titel, wenn man es so nennen will. Überschrift 2, nächste Kategorie. Na, das schaut auch schon vernünftig aus. Vorher hat es mir aber besser gefallen. Ja. Also ich möchte jetzt diese Formatvorlage vielleicht abändern, anpassen. Okay. Warte, jetzt suche ich mir noch andere Überschriften raus. Schau, ich habe keinen Überblick. Da Text editieren, das ist vielleicht auch eine Überschrift 2. Schriftdarstellung anpassen. Schau, da hat sich gleich automatisch eine Überschrift 3 hinzugesellt. Ja, die Überschrift 3 ist eben jedes Mal, wenn ich die letzte Kategorie einer Kette praktisch verwende, einer Gliederungsebene, dann wird die nächste Gliederungsebene automatisch angelegt. Und da Text editieren, Schriftdarstellung anpassen, das wäre praktisch dann Überschrift 3. Formatvorlagen. Da sind wir gerade, ja. Überschrift 3 auch. Das gehört zu Text editieren. Gut, jetzt habe ich das so gemacht. Ja. Und jetzt haben sich ein paar Sachen geändert. Und zwar, ich kann zum Beispiel sagen, Überschrift, alles markieren. Dann sind alle meine Überschriften, Überschrift 2, markiert. Ebene Überschrift 2. Und jetzt, ja, jetzt kann ich eine Formatvorlage anpassen. Ja, ich passe zum Beispiel mal die Überschrift an. Ja. Um eine Formatvorlage anzupassen, kann ich auf die rechte Maustaste drücken und kann hier ändern sagen. So, und dann kriege ich ein Menü. Ja. Und in diesem Menü kann ich mir jetzt etwas anderes auswählen. Also ich kann hier zum Beispiel Source Sans Pro verwenden, das ist unsere Schulschrift. Dann, da es eine Überschrift 1 ist, kann ich sagen, passt, das muss fett sein, das ist ein 22er. 22 Punkt. Punkt ist die Schriftgröße. Ja, werde ich vielleicht auch einmal erwähnen, was Punkt ist.
Ah, das sind halt gewisse Millimeter. Ein Punkt ist ein gewisser Anteil an Millimetern. Das kommt aus der Zeiten der Schriftdarstellung. Und da möchte es nur fett haben. Okay. Schau, und das hat sich geändert. Ja? Jetzt steht da richtig fett Microsoft Word. Ob es mir jetzt so gut gefällt, jetzt so wie ich es sehe, weiß ich nicht, aber ich habe es zumindest hergezeigt. Und jetzt ändere ich die Überschrift 2 auch noch. Ja? Rechte Maustaste, ändern. Ich möchte auch hier wieder Sans Sur Pro und ich möchte hier, ja, 13 Pastet. Pastet, 13 Pastet, aber fett möchte ich es haben. Okay. Passt. Ja? Und das Schöne beim Arbeiten mit Formatvorlagen ist, auch diese hat sich geändert. Text editieren. Eine zweite, da brauchen wir nicht mehr drum kümmern. Alles, was mit dieser Formatvorlage geschrieben ist, habe ich jetzt geändert. Ich muss nicht mehr jede Überschrift heraussuchen und diese mühsam hier rüben ändern, ja, sondern ich kann in Gruppen ändern. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Standard abändere, ändern, ja, und auch hier das Source Sans Pro verwende, okay, dann ändert sich überall das Source, überall in die Schrift der Source Sans Pro. Und nicht absatzweise irgendwie. Ja. Das hilft ungemein. Das hilft ungemein. Ja. Man kann sich auch dann hier links Gliederungsansicht anschauen und da sieht man, da kann man mit Plus und da kann man dann, ist praktisch das immer so eingerückt, ja, das, und kann das sogar herumschieben, ja, Start. Schalten wieder um aufs Drucklayout, das habe ich hier in Ansicht gemacht, ja, das habe ich hier in Ansicht gemacht. Also, arbeiten mit Formatvorlagen. Und jetzt habe ich da schon Tutu. Ja. Das hebe ich mir für später auf. Jetzt möchte ich das Ganze mal speichern. Jetzt habe ich so viel Arbeit hineingesteckt. Ist übrigens ein Grundsatz, der immer gilt. Ja. Oft speichern. Ist nicht schlecht. Ja. Ein Grundsatz, der immer gilt. Oft speichern. Jetzt möchte ich das Ganze speichern und ich speichere es auch nicht mehr das, was einmal war, sondern mit der Erfindung von Cloud-Diensten ist es schon ein bisschen anders geworden und deswegen widme ich der Speicherung meines Dokuments ein eigenes Video. Okay? Also beim nächsten Mal wollen wir dieses Dokument jetzt speichern. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.